Mallorca. Sehnsuchtsort für viele. Urlaubsinsel, Feieroase und Radsportparadies. Auch Tobi und Richie hat es im Jahr 2023 wieder nach Mallorca verschlagen. Wie so viele andere wollen die beiden ihren Traum vom Glück auf der Baleareninsel suchen. Und das schon zum zweiten Mal. Denn schon 2022 hieß es für die beiden nämlich Druck drauf geben, drüber bügeln und durchziehen, als sie die legendäre 400 Kilometer Inselrunde einmal rund um Mallorca auf ihren Cervelo-Bikes zum ersten Mal in Angriff genommen hatten. Doch dieser Traum war damals bei etwa 300 Kilometern geplatzt. Wir erinnern uns. Ah, wir haben schlechte Nachrichten. Ja, wir müssen leider das Projekt Inselrunde an dieser Stelle abbrechen. Doch wer die beiden kennt, weiß, eine solche Niederlage konnten sie nicht auf sich sitzen lassen. Daher gab es dieses Jahr die zweite Chance. Gut ein halbes Jahr später seid ihr wieder auf der Insel. Die 400 hat euch also nicht losgelassen? Nö. Also eigentlich in dem Moment, wo wir da abgebrochen haben, nach 300 Kilometern beim ersten Versuch, da wusste ich, okay, das müssen wir irgendwie nochmal angreifen. Ja, bei mir war es dann am Tag später, wo man das ein bisschen resümiert hatte. Okay, und was läuft dieses Mal anders? Wir haben kleine Streckenänderungen vorgenommen. Wir bleiben trotzdem bei über 400 Kilometer. Aber wir haben den Startort verlagert. Wir starten jetzt nicht am Kap vom Mentor. Dafür vermessen wir die Insel noch mal ein bisschen besser und fahren ja, den westlichsten Punkt an, den südlichsten, den östlichsten und enden dann am nördlichsten am Kap vom Mentor. Gab ein paar Diskussionen im Vorfeld, kann man sagen. Cervelo ist aber wieder dabei. Die waren irre genug, das Projekt noch mal zu unterstützen. Vielleicht müssen sie dann ein drittes Mal dabei sein, wenn wir es wieder nicht schaffen sollten. Und wir haben nicht nur mehr Tageslicht, sondern auch noch einen Lichtsponsor mit Magic Shine. Die haben uns ein paar Lampen organisiert und mit denen können wir dann auch bis tief in die Nacht noch zu Ende fahren. Ja, hoffentlich nicht. Seid ihr genauso siegessicher wie beim letzten Mal oder habt ihr dieses Mal mehr Respekt? Also immer, wenn ich mir die Clips oder das Video vom letzten Mal angucke und mich da sitzen sehe, ja, wir schaffen das auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ja, ich habe vorher oder beim ersten Mal auch schon einen heiden Respekt gehabt. Aber jetzt durch das erste Mal Scheitern ist es nochmal einen Tick größer geworden. Aber wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Viele Zuschauer machen ja auch den Bierstopp am Bierkönig beim letzten Mal als Grund für das Scheitern aus. Auf keinen Fall. Also wenn es was in der Vorbereitung gut gelaufen ist, dann sowas. Aber sonst... Naja, also das kann es nicht gewesen sein. Wir sind auch immer noch deutsche Touris auf Mallorca. Also irgendwie muss man seiner Rolle auch gerecht werden. Also hieß es loslegen. Noch schnell die letzten Flaschen befüllt, Riegel eingepackt und Lampen geladen und dann schnell ab ins Bett. Denn die Nacht war kurz vor dem großen Tag. 5 Uhr, Palma de Mallorca. Wir sind bereit. Ich habe echt schlecht geschlafen. 4 Stunden waren es nur noch und ich habe schon flaues Gefühl im Bauch. Ja, also ich habe ganz gut genächtigt, muss ich sagen. Und ja, ich motiviere dich jetzt die ersten Stunden, laber dir ein Ohr ab und danach übernimmst du dann einfach mit der Erfahrung. Ja, es geht direkt in die Berge, also wir kämpfen uns los. Ciao, ciao. Erster Anstieg des Tages, Col de la Femenia. Tobi macht das Flutlicht. Wie sind die Beine, Knaub? Die waren schon mal besser, aber ich fahre die jetzt einfach noch mal warm und dann geht's. Super, weiter geht's. Noch unter einer Stunde, Femenia. Ein Sticker haben wir nicht dabei, ne? Sticker haben wir nicht dabei, aber es ist angenehm kühl tatsächlich. Kühler als letztes Mal. Vielleicht macht das ja irgendwas aus. Wir ziehen die Weste an und fahren die erste Abfahrt runter. Sacalobra, wir kommen. So,
Heute die ersten am Sacralobra. So früh waren wir auch noch nicht da, ne? Ich war noch nie so früh da. Ich habe schon gesagt, ich glaube, die letzten sind jetzt aus dem Bierkönig raus. Und ja, schöner Kontrast. Da ist er. Hier. Sacralobra. Col de Reis zum Frühstück, Knaupi. Boah, schmeckt. Schmeckt richtig gut. Schmeckt schon wieder. Ich freue mich jetzt auch extrem auf die Abfahrt. Ja. Und dann haben wir auch die schlimmsten Anstiege schon drin, oder? 7 Uhr? Also ich glaube, so früh waren wir noch nicht hier oben. Nee. Bis jetzt drehen sich die Beinchen, muss ich sagen. Besser als erwartet. Es tut gut, ein bisschen früher losgefahren zu sein, dass man ein bisschen Polster hat. Die Lampen waren auch top, kann man nichts gegen sagen. Aber die Straßen waren schon ein bisschen voll mit Ziegen und Schafen. Da muss man auf jeden Fall morgens aufpassen. Ja. Aber wir sind jetzt auch vorsichtig in der Abfahrt. Gucken, dass wir keine Ziegenfamilie auf dem Gewissen haben. Ciao, ciao. Herrlich! Herrlich! Die Abfahrt ist doch eigentlich immer am schönsten hier am Sacralobra. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, würde ich empfehlen, sich hier unten mit dem Boot abholen zu lassen, damit man den Anstieg nicht machen muss. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, ne? Ja, dafür haben wir schöne, leichte Fahrräder bekommen, mit denen wir jetzt hier da hochradeln werden. Und wir verlieren auch gar nicht so viel Zeit. Wir genießen kurz die Stille hier, als Erster unten in der Bucht zu sein und fahren weiter, oder? Machen wir so. Wir machen aber den Pidcock mal 2. 20 Minuten, sind wir oben. Mittendrin im Anstieg Sacralobra rauf haben wir gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, um euch mal die Rädchen vorzustellen, auf denen wir heute fahren. Denn, wie schon angesprochen, Cervelo, die haben uns nicht fallen lassen wie eine heiße Kartoffel nach dem ersten Mal. Die haben uns noch mal 2 Rädchen geschickt. Ja, im letzten Versuch bist du ja das Aero-Rad gefahren. Diesmal gab es für dich das Cervelo R5. Und das stellen wir euch jetzt mal ein bisschen genauer vor. Das R5 ist eigentlich eine Weiterentwicklung eines sehr erfolgreichen Fahrrads von der Marke Cervelo. Es wurde hier und da ein bisschen getuned und hatte definitiv einen großen Anteil am letztjährigen Erfolg von Jonas Vingegaard bei der Tour de France. Wie auch der Däne hat Richard das Rad mit der Shimano Dura-Ace 12-Fach-Gruppe ausgestattet bekommen und der Rahmen ist extrem leicht geworden im Vergleich zum vorherigen Modell. 690 Gramm bringt der Rahmen nur noch auf die Waage, das heißt 17% weniger. Die Gabel wiegt 330 Gramm und somit wiegt das ganze Rahmenset nur knapp über 1 Kilogramm. Erreicht wurde diese Gewichtsreduktion unter anderem durch die Verbesserung der Rahmenform. Das Ganze nennt sich Squoval und ist eine Rahmenbibliothek von Cervelo. Durch UCI-Beschränkungen war das Ganze noch ein bisschen eingeschränkt, aber durch die neuesten Regeln kann man jetzt neue Rahmenformen entwickeln. Und dabei ist herausgekommen diese dritte Generation dieser Squoval-Form, und zwar Squoval Max. Das Wort Squoval ist eine Wortschöpfung aus den Begriffen oval und quadratisch. Diese Formen finden wir auch quasi in den Rahmenformen wieder und herausgekommen ist eben auch ein aerodynamisch optimierter Rahmen. Das wird vor allem erreicht durch die Verringerung des Abstandes zwischen Vorderreifen und Unterrohr. Dadurch haben wir dort keine Turbulenzen mehr und trotzdem können wir bis zu 34 mm breite Reifen fahren. Natürlich haben wir auch noch Vollintegration aller Züge und Leitungen vorne am Cockpit und auch das Tretlager wurde überarbeitet. BB Ride nennt Cervelo das und hier kann man wirklich quasi jeden Tretlagerstandard verbauen und hat noch genügend Platz für jeden Powermeter an den Kettenstreben.
Zu guter Letzt hat Richard das Rad mit den hauseigenen Reserve-Laufrädern von Cervelo bekommen. Vorne hat er 34 mm Höhe und hinten 37, also ein echtes Kletterfahrrad. Und das brauchen wir auch bei 6000 Höhenmeter dieser Inselumrundung. Und ich würde sagen, zurück in den Anstieg. Tobi, da müssen wir hoch. Was macht das mit Ihnen? Kein Ding. Einfach weitertreten, kommst du irgendwann oben an. Das Ding haben wir in der Tasche, Junge. Nächster abgehakt. Abfahrt Richtung Putsch. Angekommen auf dem Dach der Tour, Putsch Major. Das Schlimmste ist quasi geschafft, würde ich sagen. Also die richtigen Anstiege. 9.15 Uhr haben wir jetzt, also noch relativ früh am Tag. Ja, und damit ist jetzt auch genügend Tageslicht da. Alle Tunnel haben wir hinter uns. Deswegen machen wir die Lichter jetzt ab. Ich glaube, das Rücklicht lasse ich noch dran. Aber für jeden, der sich für die Lichter interessiert, die sind in der Videobeschreibung verlinkt, welche Modelle wir fahren, falls ihr daran Interesse habt. Genau, weißt du, wofür ich mich richtig interessiere? Für ein zweites Frühstück. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob wir in Deja noch ein Croissant mit ordentlich Pudding drin finden, oder? Bei Vincenzo Reines Bruder soll es die besten geben. Ja, da gucken wir mal nach. Erstmal kommt jetzt eine ziemlich geile Abfahrt. Kurz vor dem zweiten Frühstück lagen die Jungs dieses Mal exakt im Zeitplan. Perfektes Wetter und ein traumhaftes Panorama. So macht Mallorca einfach nur Laune. Siehst du das Grinsen in meinem Gesicht? Das sieht aus, als ob es gleich was zu essen gibt. Ach, schön, ey. Geil. Keine Inselrunde ohne einen Stopp hier, oder? Nee. Gehst du rein? Komm, ich halt die Räder. Da freut man sich doch mal richtig reinzubeißen. Geil, richtig geiles Moped. Mm. Boah. Herrlich, oder? Also wenn es so weitergeht, dann wird es gar nicht so schlimm. Wir haben jetzt knapp 100 Kilometer. Mhm. Jetzt noch die ganze Küste runter. Aber das fahre ich komplett auf Croissant. Wie beim letzten Mal, wenn es flach wird, das läuft doch gerade. Ja, wenn es flach wird, läuft gerade. Das wissen wir aus Erfahrung. Das Croissant schien tatsächlich gezündet zu haben, denn die ständig wechselnden Anstiege und Abfahrten der Westküste schienen den beiden nichts ausgemacht zu haben. Ohne weitere Pause ging es dann hinauf zum Sacramola, dem letzten Col vor dem Flachland der Insel Südseite. Genau, wie letzter Anstieg, ne? Ja, das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Nee, Spaß beiseite. Col de Sacramola, hast du ihn getauft? Genau.
es geht ja noch mal ein bisschen bergauf und dann eine schöne Abfahrt und dann sammeln wir uns unten, ne? Richtig, aber wenn wir noch mal im Supermarkt einkehren, mal gucken, was die hier für Leckereien zu bieten haben. Also auf dem Papier sieht es so aus wie der letzte richtige Anstieg. Wir wissen aus dem letzten Jahr, es ist kompletter Quatsch. Aber für den Kopf tut es irgendwie trotzdem gut. Ja, und ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Sonnenschutz drauf machen. Sonst könnt ihr uns später nicht mehr auseinanderhalten. Cheers, Leute. Cheers, Tobi. Die erste Pause, die haben wir uns gegönnt. Und nee, ist ja schon die zweite Pause. Mhm. Wir hängen aber auch ein bisschen hinterher, deswegen dürfen wir hier nicht zu lange verweilen und nähern uns dann schon dem ersten Leuchtturm, ne? Ja, wir nähern uns dem ersten Leuchtturm. Das heißt, das wäre dann der westlichste Punkt der Insel. Sehr gut, Herr Geografieprofessor. Ja, habe ich gut gemacht. Also hier ist auf jeden Fall eine Lautstärke in dem Dörfchen hier. Das ist ungefähr so laut wie das Rauschen in meinem Kopf nach ungefähr fast 6 Stunden auf dem Fahrrad. Wir sind aber beide noch guten Mutes. Ja. Man merkt, dass wir früher losgefahren sind. Es ist noch früher am Tag, das heißt, die Moral ist auch noch höher. Wir lassen uns jetzt noch ein Köhlerchen und ein Aquarius schmecken. Taschen sind voll gemacht. Taschen sind voll gemacht und dann ziehen wir weiter durch. Cheers. Ey, den Leuchtturm, den müsst ihr uns echt hoch anrechnen. Das geht hier hoch. Oh. So Leute, angekommen in St. Elm und ja. Da hinten ist er irgendwo, ne? Der westlichste Punkt. Da müsste auch irgendwo ein Leuchtturm sein, da können wir nicht ganz ran, sonst müssen wir uns ein Boot holen oder rüberschwimmen. Bisschen enttäuschend. Das lassen wir jetzt und machen uns auf durch den Verkehr nach Palma. Boah, gar keinen Bock, muss ich sagen. Da habe ich am meisten Angst vor, aber egal. Aus St. Elm, ab nach Palma. Die Insel ist für mich verbrannt. Also in den nächsten 10 Jahren lege ich mir freiwillig Inselverbot auf. Ich kann die Orte hier nicht mehr sehen. Erste kleine Krise bei Kilometer 170. Läuft. Naja, so eine kleine Krise darf man nach der Distanz schon auch mal haben, oder? Ich meine, es ist immerhin eine richtige asphaltierte Straße neben der Autobahn, die man hier sieht. Das gefällt auch Tobias Knauf gut. Zeit für ein Foto muss natürlich zwischendrin auch immer sein. Schön lächeln, Tobi. Und klick. Riechst du das auch? Riechst du das? Riecht nach Schinkenstraße. Riecht nach Schinkenstraße. Und pünktlich fängt es an zu regnen. Das gibt's ja wohl nicht. Da sind wir vor dem Bierkönig. Aber diesmal nur von hinten, gell? Ja, hier ist irgendwie Eintritt verboten, aber es hat angefangen zu regnen. Und wir müssen das Projekt voranstellen und müssen leider passen, glaube ich. Ja, ich sag mal so, heute trinken wir das Bierchen am Ende. Ich glaube, das ist auch cleverer. Letztes Mal hast du uns ganz schön den Stecker gezogen und wir ziehen jetzt durch. Delta raus, wird hart genug. Also, wir bücken hier gerade ordentlich das Delta raus. Wir haben uns entschieden, eine Reihe zu fahren, denn der Wind kommt ganz schön von vorne. Knobi, hast du auch noch was zu sagen? Also, wir haben jetzt die Halbzeit, das heißt, jetzt noch einen schönen 200er drauf, alles kein Problem. Aber Stimmung ist besser als letztes Jahr. Also letztes Jahr war ich hier A, besoffen und B, todesgrau. Und bei dir? Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich habe trotzdem noch einen heiden Respekt. Und ja, wir versuchen uns so klein wie möglich zu machen, um dem Wind keine Chance zu bieten. Wir bleiben dran. Nach 200 Kilometern hatten sie also Palma und auch den Regen hinter sich gelassen und nahmen jetzt Kurs auf die Südspitze der Insel. Auch wenn es im Delta keine Berge zu bezwingen gab, richtig zäh wurde es ab jetzt trotzdem. Und gleichzeitig galt es, die Geschwindigkeit hochzuhalten,
und ordentlich Kilometer zu fressen. Waren die beiden am Bierkönig noch knapp hinter dem Zeitplan gewesen, schienen sie im Delta nun ungeahnte Kräfte zu mobilisieren. Mit abwechselnden Führungen wurde zwischenzeitlich ein Schnitt jenseits der 40 auf den Asphalt geknallt und schon hinter Sarapita lagen sie knapp 20 Minuten vor der errechneten Zeit. Als sie den südlichsten Leuchtturm anfuhren, sah es tatsächlich danach aus, als ob die 400 diesmal fallen würde. Das ist eine schöne Straße, Richard. Oh, also wirklich, ganz ehrlich, Knaup, ich sag's dir das erste Mal live on camera, für die Straße bringe ich dich um, du wolltest die fahren. So was habt ihr noch nicht erlebt. Sonst wäre ich nicht ganz mehr auf die 400 gekommen. Oh. Ja, zwei Leuchttürme fehlen jetzt quasi noch und dann haben wir's geschafft. Ich muss wirklich sagen, diese Straße hier, die geht schnurgerade hier runter zu diesem Leuchtturm. Und hier müssen wir jetzt halt auch schnurgerade wieder hoch. Ich sag's ja nur, gut, hilft nichts. Ich bin aktuell ziemlich grau. Knapp 270 Kilometer haben wir jetzt. Aber was will man machen, ne? Weiter geht die wilde Fahrt. Komm, Knaubi, wir fahren die dumme Straße wieder hoch. 37 Kilometer noch und dann ist wirklich dann ein. Oh, diese Straße. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Letztes Mal war es ein bisschen dunkler. Dezent dunkler, und zwar schon seit anderthalb Stunden dunkel war es hier. Ja, hier hatten wir das letzte Mal 300 Kilometer. Mhm. Heute sind es 306 und diesmal brechen wir nicht ab oder steigen wir ein? Ich habe kurz überlegt, aber ich glaube, uns beiden geht es doch noch ganz gut. Wir haben genug gegessen, wir haben auch noch genug Verpflegung da. Ja. Und ziehen wir durch. Wir ziehen durch. Ziehen wir durch. Ich habe zwar überhaupt gar keinen Bock auf diesen Leuchtturm, weil es halt auch super. So. Den muss man gesehen haben. Ich habe echt, glaube ich, eine Aversion gegen Leuchttürme nach dem Trip hier. Aber es hilft nichts. Der Tobi ist halt einfach Leuchtturmfanatiker, der will die alle sehen. Deswegen den Gefallen tue ich dir. Komm, Junge, Abfahrt. Ich verfluche dich, Tobi. Jeder von diesen dummen Leuchttürmen steht gefühlt auf dem höchsten Berg der Insel. Das ist Quatsch, das weißt du selbst. Und die müssen halt erhöht stehen, damit die Schiffe die heute von außen sehen. Ja, müsstest also du mit deinen Patenten A, B, C und der 6 und der 6 wissen, ja. Da ist er, der Leuchtturm. Ja, das ist schon der schönste bisher. Ja, der ist echt schön. Okay, ich nehme alles zurück, das lohnt sich hier. Boah, geil, ey. Habe ich dir zu viel versprochen? Ist schon schön. Ich gebe mich geschlagen, hat sich gelohnt. Wobei es sind jetzt halt auch immer noch über 70 Kilometer, ne? Das kommt davon, wenn man immer diese Leuchttürme sehen will. Einer fehlt noch, den schaffen wir auch noch. Den schaffen wir noch, das ist der letzte dann aber. Da wird die Tour dann auch beendet werden. Langsam wird es aber dunkel, deswegen machen wir unsere Lampen wieder dran. Und damit meine Birne jetzt auch noch ordentlich hell leuchtet, müssen wir jetzt mal ganz ehrlich einfach mal die SAS-Produkte loben. Die haben das Video hier nicht extra gesponsert oder sonst irgendwas, sondern die sind einfach geil. Kommt einfach vom Herzen. Wir ballern uns die Dinger den ganzen Tag rein. Ich war erst einmal auf Klo. Also so schlecht kann es nicht sein. Und wir haben sogar einen Sack gesammelt mit dem ganzen Müll. Das heißt, wir werden irgendwann mal noch eine Auswertung machen, was wir uns heute alles reingedrückt haben. So, komm, Jung. Wir nehmen die letzten Kilometer in Angriff. Das sage ich schon irgendwie seit 3 Stunden. Mhm. Abfahrt.
Den größten Batzen der Strecke hatten die beiden an dieser Stelle bereits hinter sich. Das Ziel schien greifbar. Gleichzeitig wurde es sehr zügig dunkel auf der Baleareninsel. Und trotz guter Fahrradlampen waren wir alle froh, als wir die weitläufigen Landstraßen der Nordostinsel endlich hinter uns lassen konnten und stattdessen auf die besser beleuchteten Straßen der nördlichsten Touristenorte einbogen. Es war beinahe geschafft. Doch eine letzte Herkulesaufgabe galt es noch zu bezwingen. Den Anstieg ans Kap Formentor, bis rauf zum nördlichsten Leuchtturm der Insel. Und das bei völliger Dunkelheit, mit fast 400 Tageskilometern in den Beinen. Knaubi, Kohle rausnehmen. Boah, ey, der Ostmotor. Der glüht hier einen weg, ey. Katastrophe. Ja, mir haben einfach die Kilometer gefehlt. Und jetzt geht's. Ja. Aber ich habe auch gut gegessen. Der Ofen bleibt an. Und wir genießen jetzt hier die letzten 18 Kilometer. Jetzt wird's hier richtig schön dunkel. Schön die Lichter. Boah, ey, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich hab, Alter, noch nie einen Ort sehnlicher mir gewünscht zu sehen. Ey, 408 Kilometer, 27 halber Schnitt, fast 6000 Höhenmeter. 408 Kilometer, komm mal meine Brust, Junge. 2016 waren wir das erste Mal zusammen hier. Und ja, 6 Jahre später sind wir zurück, aber vorher ein bisschen mehr gefahren. Ich bin absolut tot. Also ohne Tobi hätte ich die letzten Meter nicht mehr geschafft. Ja, du bist auch auf jeden Fall da hinten das Delta raus, gute Meter gezogen. Da habe ich mich mal ein bisschen wieder erholt. Ja, aber war ein Team-Effort. War ein richtiger Team-Erfolg. Nicht nur von uns, sondern von allen anderen auch. Ja, vom Team hinterm Team auf jeden Fall auch. Die haben heute den ganzen Tag mit uns durchgezogen. Also dickes Dankeschön. Dankeschön an Magic Shine. An Cervelo, dass ihr uns das Ganze hier ermöglicht habt. Und ganz ehrlich, ich will einfach nur ins Auto und mir irgendeinen ungesunden Burger reindrücken. Wir treffen uns morgen noch mal wieder, oder? Ich würde sagen, ja, wir melden uns zum späteren Zeitpunkt wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir melden uns aus dem Studio. Macht's gut. Kussi. Ciao. Puh, mein Lieber. Das musst du erst mal sacken lassen, oder? Das müssen wir erstmal sacken lassen. Das war definitiv das letzte Mal. Aber ein zweites Mal müssen wir ja auch gar nicht, denn wir haben es geschafft, zusammen die 400 Kilometer Mallorca-Inselrunde, die haben wir absolviert. Ja, die Insel, die sieht mich jetzt nicht mehr so schnell wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir als nächstes angehen sollen. Bitte was Altersgerechtes, oder? Also vielleicht mit einer Übernachtung von A nach B, also so eine Überrundung. Ich glaube, da haben wir echt den Endgegner besiegt, oder? Da haben wir den Endgegner besiegt. Mallorca-Insel-Umrundung ist abgeschlossen. Es warten neue Projekte auf diesem Kanal. Deswegen lasst gerne ein Abonnement da und einen Daumen nach oben für dieses Video. Das haben wir uns verdient. Und wer Lust hat, kann am Donnerstag auch noch das Follow-up-Video auschecken, wo wir noch mal ein bisschen so über die Sachen, die hinter den Kulissen so vorgegangen sind, sprechen wollen. Das war's an dieser Stelle von uns. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.